Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hunt Showdown. Bei mir ist der Sebastian. Servus. Und. Sorry. Ja. Und zwar ein anderer Sebastian, als der, den ihr schon kennt, aber auch ein ganz netter Kerl. So. Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Ja. Eben. Deswegen. Ich hatte natürlich nur gute Hintergedanken. Hier ist eine Kasse. Ja. Oh, Lawson. Könnten wir hingehen. Wo hast du die Kasse? Auf der... Du müsstest dran vorbeigelaufen sein. Ach, hier. Ja, dann ab zur Station. Hab ich da eben Hunde gehört? Ich weiß nicht, ich bin glaube ich ein bisschen. Ja, recht. Also ja, also es ist kein Hundezwinger. Doch. Okay, den habe ich jetzt nicht gehört. Okay. Aber das wäre auch so weit weg gewesen, dass ich mir nicht mal ansatzweise hundertprozentig sicher bin. Ich muss mal kurz ein bisschen rennen. Ja, ja, ich mach den Hinweis. Boss ist hier, ich hol noch den Glück. Achso, hast du schon einen. Was? Du hast einen Hinweis jetzt. Okay. Ja. Ich schmeiß einen Sticky drauf. Ist der hier? Ja. Achso. Irgendwo irgendwas zum Hauen? Hab nichts gesehen, aber nach der Explosion können wir eigentlich auch drauf schießen. Ja gut, das stimmt auch wieder. Moment. Komm her, mein Dicker. Der Moonwalk. Noch weiß. Ich verbann. Jo. Ich guck mal, ob ich meinen Lebel wieder voll machen kann. Ja klar. Hier drin ist eine Munikiste. Ja, die hebe ich mir ganz gerne auf. Ich laufe nur einmal kurz drum rum. Ja, hier drüben auf der Westseite war, glaube ich, eine. Ich leg da mal ein paar Fallen. Da ist eine Munikiste, haben wir noch hier drin. Da vorne ist auch rausgehen. Drüben, more battery. Ja. Oder wir können auch zum anderen Boss, je nachdem. Oder das, ja. Wie du Bock hast. Hier ist auch noch. Och, mir ist das. Ich bin da mittlerweile nicht mehr so, dass ich sag, das muss alles. Ja. Dito. Safe sein. So, warte mal, da ist eine Munikiste. Hier ist noch eine. Ich bin wieder voll. Können wir eigentlich direkt weitergehen zum goldenen Morgen? Da den Hinweis holen. Ja. Ja. Haben's auch schon mal so gemacht, wir haben Spawn die liegen lassen und sind hingerannt. Kann gut gehen. Ja, das finde ich vor allem dann gut, wenn es eh nur das kleine Bounty ist, so wie jetzt. Einfach während der Verbannung weglaufen. Ja, da haben wir jetzt leider gepennt, tatsächlich. Yep. So ein Mist.
Habe ich da gerade jemanden gehört? Ich guck mal schon. Ja, zwei Stück in diesem Holzverschlag. Ja gut, dann warten wir erstmal hier, würde ich sagen. In diesem Holzverschlag? Mhm. Also Richtung Westen. Ist das dieser Wagen oder was? Ah, da sind sie. Papau, papau. Na, die sollen herkommen, wenn sie was wollen. Ob. Ah, okay. Na, ne. Was denn? Ich wollte hinten rum raus und dann aufs Dach, weil wenn man die Leiter hochgeht, ist man, glaube ich, bei denen auf der Seite, auf dem Dach, da sehen die mich. Ja. Und hinten über den Baumstamm kannst du aufs Dach. Von der anderen Seite. Okay. Naja, dann warten wir. Die wollen ja was von uns. Sollen wir doch versuchen, hinten rauszugehen? Dann machen wir den Stacheldraht weg. Weil ich habe nämlich jetzt auch niemanden gesehen, tatsächlich. Ich habe keinen erkannt. Ja, ich guck gerade nochmal. Ja, beide Westen 270. Ups. Ansonsten lass nochmal einen Moment warten. Vielleicht kommen sie jetzt. Wenn die eine Heckenschütze haben, werden die niemals pushen. Oh, goldener Morgen. Fuck, das ändert natürlich einiges. Wie, was, goldener Morgen? Goldener Morgen ist gerade explodiert. Ich mach die Tür mal wieder zu. Ja. Hab ihn gesehen. Ist er in dem Holz? Da drüben, ja. Oben drin. Ja, Alter, das kannst du haken. Und der andere ist unten irgendwo. Einer hat einen Hit. Ich sehe die halt so schlecht durch den Nebel. Und Boss ist... Ja, goldener Morgen. Hier, pass auf, komm wieder rein. Weil ich würde behaupten, die kommen dann hier rüber. Ja, davon gehe ich auch aus. Dann... Komm her, ich mach dir die Tür wieder auf. Ich bin drin. Achso. Warte mal, können wir irgendwo eine Falle entbehren? Am Fenster sind zwei. Hier im Stacheldraht ist auch noch eine. Die nehme ich. Mhm. Ja, ist halt jetzt ein bisschen kacke. Sowas hasse ich ja dann auch immer, wenn du so richtig... Also ich würde gehen davon aus, das zweite Bounty, weil es liegt quasi auf dem Weg nach draußen. Ja. Boah, ich hasse es, in Gebäuden zu hocken. Ja. Ich bewege mich lieber und wechsle die Position. Vor allen Dingen, wenn halt einfach nichts passiert und die einfach nicht kommen. Mhm. Na, die kommen. Ja, dann können wir die jetzt ja da draußen erstmal alles machen lassen. Genau. Wollen wir mal hoffen, dass die keine Schrot haben und so? Ja, da sind sie doch schon. Da sind sie stehen direkt vor uns. Hörst du sie? Ja. Okay. Nordost. Ah ja. Gut, das ist natürlich jetzt auf der einen Seite auch scheiße, weil die halt einfach überall reinschießen können hier. Die kommen hoch, die kommen aufs Dach hoch. Einer da. Bounty. Ja. Der andere ist bei dir auf der Seite. Bei mir, ja. Oh, da ist noch ein Team. Ich komm zu dir. Oh. Beide Bounties down? Ja.
Warte. Wie zur Hölle ist der bitte? Die anderen bewegen sich. Ich heb dem sein Bounty auf. Okay. Oh, der hat eine Uppercut, wenn du die willst. Ja, die habe ich auch. Dann nehme ich die. Wo war denn die Heilung? Da. So. Wie war oben das Bounty? Das andere ist auf dem Dach, ja. Ja. Soll ich versuchen, es zu holen? Wo sind die du denn? Du kannst es locker holen. Warte, die sind in dem anderen Gebäude, glaube ich. Oh nein. Du kannst hier diesen Baumstamm hoch. Und dann bist du auf dem Dach. Ich guck, dass ich dir Deckung geben kann. Ja. Die sind da in dem Gebäude drin. Wollen wir wieder rein? Oh, wenn wir schon draußen sind, würde ich gern draußen bleiben, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, stimmt. Wollen wir abhauen? Richtung Mont. Einer da. 2 gegen 1. Wo sind die denn? Der andere ist. Der eine habe ich da oben geholt. Der andere ist auch da oben, ja. Ich habe noch 4. Ja, ist auch hinten irgendwo. Down. Ich guck mich nochmal um. Ich sehe keinen mehr. Ja, dann. Drei Stück gegen hier. Jo. Ah, ich habe eben schon gedacht, das wäre eine Nitro. Ja, habe ich auch gerade gedacht. ja, dann haben wir jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Da können wir jetzt auf Battery gehen, oder? Da können wir jetzt entspannt rausgehen. Ja, das kommt vor. Gut für uns. So. Dann hatten wir welche, mal schön Stacheldraht ins Wasser gesetzt. Alles weg. Ach, was eine schöne Runde. Die gefällt mir. Ach, herrlich. Herrlich. Okay, ja. War eine spannende Runde. Da hoffe ich mal, dass euch die Folge gefallen hat. Dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von den Showdown sehen wollt. Und ja, schreibt mir eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal bei einem Showdown. Haut rein. Ciao.